Hallo, ich habe keine Ahnung, ob das geht. Oh, ich halte euch mal etwas fester. Jetzt fallt ihr mir aus der Hand. Okay, also wir sind in Frankreich. Ich wollte, also weil das in der Wildnis ja schon immer so gut geklappt hat mit den Updates, dachte ich, das mache ich in Frankreich einfach auch mal kurz. Ich habe hier halbwegs stabiles WLAN, um das hochzuladen, denke ich, werden wir sehen. Auf jeden Fall erstmal zum Wichtigsten. Hinter mir, man sieht das jetzt nicht, aber da ist Meer. Warum sieht man das eigentlich nicht? Kann man das nicht so ein bisschen? Nee, man sieht es nicht. Aber da ist mehr. Da war ich heute den ganzen Tag. Wir haben ja bisher eine ganz coole Route gehabt hier in Frankreich. Übrigens, ich bin ungeschminkt. Ich weiß. Und wir sind erst viele durch Städte gefahren, waren in Nizza, in Monaco, in Marseille, was übrigens ganz schrecklich war. Marseille fand ich wirklich ganz, ganz ätzend. Es gab es noch nie, dass ich was in Frankreich ätzend fand. Marseille fand ich ätzend. Aber gut, der ganze Rest war toll. Wir sind natürlich auch auf dem Weg hierher. Das ist jetzt Grusson. Das ist schon ziemlich weit links, so bei Narbonne ungefähr. Da sind wir noch in Arles vorbeigefahren. Und wer Coherent gelesen hat, weiß, Arles spielt auch eine Rolle oder ist ein Schauplatz aus dem Buch Coherent. Und haben auch dann uns da hingesetzt und noch gegessen. Und ja, ganz so wie im Buch. Und es war alles toll. Und von da aus sind wir hierher gefahren. Und jetzt geht es dann in 2 Tagen. Nee. Doch in 2 Tagen weiter nochmal in einen kleinen Ort, noch weiter im Landesinneren und da dann nochmal 6 Tage. Muss ich euch jetzt auch nicht alles erzählen, aber so damit ihr ungefähr eine Vorstellung habt, in welcher Stimmung ich jetzt bin. Ich habe hier schon einiges erlebt und gegessen und gesehen. Und ja, ich wollte einfach nur mal kurz Hallo sagen. Ihr seht ja im Moment noch fleißig Wildnisvideos. Die Kommentare sind auch wieder ganz toll. Ich habe eben auch versucht, einige zu beantworten. Das ist ja immer so ein bisschen schwierig im Urlaub mit dem Internet und Dings. Und da hat man keine Zeit und will lieber ein Bild posten und so weiter. Und naja, ihr kennt das ja wahrscheinlich oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall freue ich mich über das unheimlich positive Feedback da. Und ich werde auch die letzten Wildnisvideos, wenn ich zurückkomme, gleich schneiden. Ihr müsstet nahtlos alles sehen. Also euch dürfte eigentlich keine Pause entstehen. Ich kann nicht mehr reden. Ich bin schon so französisch. So, das war's eigentlich auch schon. Ich wollte mich nur melden und euch liebe Grüße senden und hoffe, dass wir uns dann alle auf der Buchmesse sehen oder im nächsten Video oder überhaupt. Und ja, das war's von mir. Je suis curieux et j'espère vous êtes aussi. Macht's gut.